Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, das ist jetzt ein Zwischenvideo, das ich jetzt einfach mal vorziehe, weil ich es einfach so möchte. Und das Video ist nach den Videos, also nach dem Video von den letzten Malen. Ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern ich wollte euch etwas erzählen. Oder besser gesagt, eigentlich ist dieses Video nur für zwei Leute bestimmt, oder besser gesagt für eine Person, nämlich meinen großen Bruder. Aufgrund meiner momentanen Problematiken ist es nun mal Tatsache, dass ich nicht rausgehe und dass mir es auch gerade furchtbar schwer fällt, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich hätte ihn so gern gesehen und er war jetzt die Tage auch da und es war wirklich, ja, es war irgendwie auch schön zu wissen, dass er da war, weil ich habe schon lange nicht mehr so tief geschlafen die letzte Zeit. Es war richtig beruhigend, mal wieder einfach auch zu wissen, dass mein großer Bruder da ist. Und ja, ich habe da sehr viel gerade kann da sehr viel rausziehen. Für mich zum einen das Wissen jetzt, dass es gerade momentan auch mit Besuch schwer ist, was gut zu wissen ist, weil ich wollte eigentlich jemanden einladen, also Babette, und wenn ich das gemacht hätte, hätte es mich wahrscheinlich überfordert. Und das ist jetzt gut, dass ich das jetzt weiß für mich. Und zum anderen ist einfach auch schön, wenn er da ist. Ja, und mein Bruder, der hat mir tatsächlich von Reisen schon mal Geschenke mitgebracht. Und jetzt war er gerade in den USA und da hat er mir auch wieder ein Geschenk mitgebracht. Und das ist original aus den USA. Also das ist wirklich, entschuldigt, ich bin immer noch total begeistert. Und ja, ich habe da so eine kleine Sammlung. Das hier. Ja, da wird jetzt jeder sagen, nette Kiste, was ist da drin? Und ja, Sekunde. Jo, ganz vorsichtig. Eine Arizona-Tasse von Starbucks. Das ist so der Wahnsinn. Ich meine, ich bin total begeistert und ich freue mich so mega. Die ist wunderschön. Ich meine, guck mal, so eine Riesentasse. Vielleicht mache ich da heute mein Ding dafür. Nein, mache ich nicht. Ich weiß es jetzt schon. Die Tasse, das ist so heilige Tasse mäßig. Die werde ich nie benutzen. Die ist wirklich nur da, weil sie so wunderschön ist. Und irgendwann, wenn ich ganz, ganz viel Platz habe, also wenn ich es irgendwann mal schaffe, ein Regal oder so aufzustellen, dann werde ich da auf jeden Fall eine Ecke einrichten, in der diese Tasse ihren Platz bekommt. Aber nur, wenn dann natürlich eine Glasscheibe davor ist, weil ich möchte nicht, dass er einstaubt, weil, wie gesagt, so was Schönes muss man würdigen. Ja, ich zeige es euch jetzt mal von der ganzen Seite. Da wäre es da. Und dann ist da ein Kaktus. Und, das ist der Grand Canyon. Okay, jetzt will ich es eigentlich gerade nur selber angucken. Ja, Mann. Und da ist dann das drauf. So, was steht denn da? Horse Show Band. Aber das ist der Grand Canyon. Da war mein großer Bruder tatsächlich am echten Grand Canyon. Ich habe seine Fotos gesehen im Internet und habe die Reise mitverfolgt. War voll spannend so. Das ist auch so schön dran, wenn mein großer Bruder reist und ich die Bilder sehe, dadurch kann ich auch ein bisschen die Welt erforschen und sehen, was echt cool ist, wenn man bedenkt, dass ich in einem schön geschützten Rahmen bin und trotzdem konnte ich den Grand Canyon irgendwie so sehen. Cool. Ja, aber mein Bruder hat mir schon mal so eine Tasse mitgebracht und die ist seitdem auch schon immer so im Heiligtumstatus. Und die kommt tatsächlich aus München. Auch die werde ich euch jetzt noch zeigen. So, ganz vorsichtig. Und das ist wirklich Seltenheit, dass ich meine Tasse aus dieser Packung raushole. Das mache ich nämlich sonst gar nicht,
Weil ich eben, wie gesagt, möchte, dass die immer schön gesichert und geschützt sind. Aber nur für dieses Video und für meinen großen Bruder, damit er die passenden Augen immer wieder anschauen kann, mache ich das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das sind die Berge, das weiß ich. Ja. Das ist. Also, wenn es jetzt Berlin wäre, würde ich sagen, das ist der Fernsehturm, aber. Das gibt es in München ja nicht, glaube ich. Also nicht so wie in Berlin. Oder gibt es denn in Japan den riesen Fernsehturm? Nee, da ist das der Dings da auch. Wie heißt das? Oh, dieser riesen Turm. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Aber da ist auf jeden Fall eine Brezel drauf. Eine wunderschöne Brezel. Ich esse unglaublich gerne Brezeln. Für alle, die das. Butterbrezeln vor allem. Ich habe eine totale Schwäche für Hammer-Butterbrezeln. Aber ja, auch die habe ich. Und die ist wirklich, ich liebe diese Tassen. So, jetzt wieder ganz vorsichtig zurück tun, weil ich möchte nicht, dass. Oh! Und es ist sogar aus einer Collection hier. Die You Are Here Collection. Also. Und es ist. Ja, hier von 2017. Da steht's. Ganz klein, winzig klein steht's da. Ja, jetzt wäre es schön, wenn der Fokus mal mir helfen würde. Und er tut es nicht. Na gut. Aber es ist aber 2017. So, und jetzt ganz sanft die Tasse runtergleiten lassen. So. Und den Deckel wieder drauf. Ah, ja, auf jeden Fall, das sind meine zwei allerliebsten Lieblingstassen. Und ja. Wie gesagt, irgendwann baue ich da auf jeden Fall ein riesengroßes Ding drumherum, damit die sicher sind und damit die wunderschön und gesichert bis in alle Ewigkeit. Ich gucke gerade mal, welche aus welchem Jahr. Ah, die ist von 2021. Also die gibt es wahrscheinlich auch nur noch ein paar Monate. Dann gibt es die wahrscheinlich nie wieder. Das ist das Ding. Bei also diesen Tassen glaube ich, dass es die immer nur eine gewisse Zeit gibt und dann nie wieder. Deswegen. Und deren Name, ich muss nur hier gerade das noch ein Schild wegkratzen, das ist da jetzt da unten, damit man es lesen kann. Ja, auch die hat einen Collection-Namen. Also eins ist mir mal klar, ganz viele sagen, also ich habe schon öfter gehört, dass es Leute gibt, die sowas dann verkaufen und auch Sammler und so, aber ich würde die Tasse nie verkaufen. Ich werde die bis ans Ende aller Tage behalten, weil. Ich habe sie von meinem großen Bruder. Und der emotionale Wert kann man nicht mit Geld aufwiegen. Das hat mein Papa schon immer gesagt. Wenn Dinge dir wichtig sind, dann sind sie meistens mehr wert, als es jemals jemand, der es einfach nur aus Sammlungsgründen hat, wir verstehen kann. So, und es ist die Bean der Series. Across the Global Collection. Damit wir auch das bei der Tasse noch gemacht haben, weil wenn ich das bei der einen mache, dann mache ich es auch bei der anderen. Wenn ich schon mache, dann mache ich es richtig. So. Und jetzt ganz vorsichtig auch die wieder rein. Da ist ja noch ein Golfset drauf. Ist ja lustig. Ist das ein Gürteltier? Es könnte auch ein Salamander sein. Entschuldigt. Und hier ist der Red Rocks Sidon noch. Den habe ich vorher noch nicht. Ja, ist es jetzt. Also, wir tun jetzt unsere Tasse weg, damit sie einfach wieder sicher ist. So. Und übrigens, wundert euch nicht, ich beende jetzt das Video und zwar ganz schnell, weil ich möchte meine Tassen so schnell wie möglich wieder an ihren sicheren Platz stellen, weil ich möchte nicht, dass ihnen was passiert. Weil ganz ehrlich, wenn denen was passieren würde, würde mir mein Herz brechen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist so witzig. Ja, erzähle ich euch in einem anderen Video. Erzähle ich euch im nächsten Video. Also dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Heute mal ohne die lange Verabschiedung. Bis bald. Tschüss.